Schon Mitte April sind im Bildungszentrum Innenstadt die Baumaschinen angerollt. Das denkmalgeschützte Objekt aus dem Jahr 1905 und des Zubaus aus den 1970er Jahren wird generalsaniert. Im Zuge dessen wird auch eine neue Sporthalle errichtet werden. Beim offiziellen Spatenstich war nun auch Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer anwesend. Denn 5 Millionen des 17-Millionen-Projekts kommen von Seiten des Landes. Die wichtigste Investition in unsere Zukunft sind unsere Kinder. Und daher kann man nur sagen, wir geben gerne auch Millionen dafür aus, dass die Zukunft der Kinder in Leoben und in der gesamten Region nicht nur gesichert ist, sondern dass sie sich positiv entwickelt. Denn es gibt nur eines, was auf Dauer teurer ist als Bildung. Keine Bildung. Die Kinder sollen sich wohlfühlen, die sollen ja animiert werden, etwas zu lernen. Sie sind die Leistungsträger der Zukunft. Sie werden dann die Gesellschaft lenken, führen. Jeder wird seinen Beitrag leisten. Und ich glaube, wir brauchen auch motivierte Lehrer. Es haben sich auch die Unterrichtsmethoden völlig verändert. Und sie sind also offener, freier, teamorientierter. Und genau das wird sich auch in der Bauweise widerspiegeln. Für die Volksschule und die neue Mittelschule wird es in Zukunft im geringen Neubauanteil eine gemeinsame offene Mitte geben.